Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Secret Files 2 Tunguska. Ja, ich war völlig verzweifelt und bin es vielleicht immer noch, ich weiß es ja nicht. Wir haben diesen Käseschwamm jetzt hergestellt und wollen damit versuchen, die Wache abzulenken und haben jetzt festgestellt, dass das nicht geht. Okay. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht mehr weiter. Sie hat nur noch die Schüssel und den Faden hier. Und auf dem Ding habe ich gelesen. Ja, das wissen wir. Sonst nur noch die scharfe Kante und das Rattenloch. Wenn das jetzt ein Mäuseloch wäre, würde ich normalerweise sagen, der Käse lockt die Mäuse an. Ich weiß nicht, geht das auch mit Ratten? Ich mag Ratten, also diese normalen Ratten, die man auch handzahm machen kann für zu Hause und so. Nicht diese riesigen Beutelratten oder wie die heißen. Ich habe aber keine Ahnung, ob man die mit Käse ablenken kann. Also die Wache können wir offensichtlich nicht damit ablenken. Also nicht, ob man die mit Käse ablenken kann, sondern ob man die mit Käse einfangen kann. Das meinte ich. Wir können das mal nach oben schicken. Ob uns das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Was auch immer da drin ist, wenn es durch den Geruch wirklich angelockt werden sollte, wird es sich seine Beute holen und wieder verschwinden. Wenig sinnvoll. Ich dachte, du kannst sie jetzt mit der Hand fangen oder so. Also wir hätten jetzt... Der letzte Rest ist eh... Ja, ich weiß. Wir hätten jetzt die beiden. Die können wir auch nicht kombinieren. Ansonsten schicken wir einfach mal alles, was geht. Ja gut, den wird er garantiert noch brauchen. Wir schicken einfach mal alles, was geht, jetzt zu ihr hoch. Das haben wir zwar schon mal gemacht. Aber wenn sie da irgendwas wirklich als Falle machen können muss, die Sachen, die gingen ja, glaube ich, nicht, ne? Die waren zu groß, ja. Dann, ja. Ich wüsste jetzt nicht. Also die Schüssel, würde ich sagen, braucht sie auf jeden Fall, damit die halt auf die Ratte rauffällt. Schüssel und Rohr? Ich bräuchte erstmal einen Köder, bevor ich hier großartige Fallen konstruiere. Ja, den Köder haben wir doch. Hä? Okay. Kann ich die jetzt kombinieren? Könnte als Falle funktionieren. Betonung liegt auf könnte. Okay. Und den Köder? Was auch immer da drin ist, wenn es durch den Geruch... Ja, müssen wir das jetzt auch? Wenn die Vorurteile stimmen, dass Mäuse und Ratten gerne Käse fressen, dann müsste dieses müffelnde Schaumstoffstück der perfekte Köder sein. Ah, Rattenfalle mit Köder, okay. Die Großwildjagd kann beginnen. Ach, jetzt verstehe ich. Sobald die den Köder wegzieht. Ah, okay. Gut, dann nehmen wir dann das. Dann wollen jetzt wir doch mal sehen, was wir da gefangen haben. So langsam verstehe ich nämlich auch, was wir damit ich machen sollen. Ich mag Ratten. Fast so sehr wie Wurzelbehandlungen und Beinamputationen. Oh nein, Ratten mag ich wirklich gerne. Können wir die denn hier runterschicken? Wahrscheinlich nicht, oder? Ernsthaft? Ja, schmeißen wir mal eine lebendige Ratte darunter. Ich meine, ist ja kein Problem, ne? Nicht, dass die jetzt vielleicht irgendwo hier unten falsch ausgekommen wäre oder so. Wenn man die da einfach runterwirft. Aber gut, ich meine, es ist ja ein Point-and-Click-Adventure. Da ist alles möglich. Die Frage ist jetzt nur, können wir die jetzt endlich... Oh, Herr im Himmel, falls du existieren solltest, danke für die Ratte. Lauf. Lauf so schnell du kannst. Viel Glück und halt die Wache möglichst lange auf. Ja. Warte, du Mistvieh, dich krieg ich! Okay, und dann machen wir das, was wir jetzt schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt haben. Ich lege die Reißzwecke mal unter das Sitzkissen, damit die Wache nicht misstrauisch wird. Aber dann solltest du dich verstecken, oder? Der geht schon. Mist, ist mir diese Ratte doch glatt entwischt.
Aber warte, beim nächsten Mal kriege ich dich. Ich glaube, er hat sie gefunden. Du bist auch so eine Ratte, aber dich kriege ich auch noch. Nichts mehr zu hören. Hoffentlich war die Dosis stark genug. Perfekt. Ja gut, das hoffe ich natürlich auch, weil das ist nur so ein bisschen jetzt an seinem Hintern dran. Viel hat er nicht dabei. Ah, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Danke für... Schon gut. Gern geschehen. War mir ein Vergnügen, werte Prinzessin. Und jetzt komm, wir müssen hier weg. Okay, ich hole nur noch schnell meine Sachen wieder. Hoffentlich haben sich die Typen noch nicht alles unter den Nagel gerissen. Vielen Dank euch beiden. Ich möchte mir lieber gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Musst du ja auch nicht. Wir lassen dich doch nicht irgendwo in der Pampa vergammeln. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jederzeit. Wenn es sein müsste, würde ich sogar... Könnt ihr eure Nettigkeiten vielleicht auch später verschieben? Wir sollten aufbrechen. Die Leute im Krankenhaus werden bestimmt bald dein Verschwinden bemerken. Ja, von mir aus. Obwohl... Was? Wir müssen hier doch ganz in der Nähe von der Stelle sein, an der mein Vater bei seinen früheren Expeditionen sein Lager aufgeschlagen hat, oder? Ja, stimmt schon, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Das Krankenhaus gehört zum russischen Militär. Und wenn die Alarm schlagen, wird es hier extrem ungemütlich. Wir sollten erstmal starten und unterwegs überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Aber... Kein Aber. Das Risiko, hier überhaupt zu landen, war schon groß genug. Wir starten. Max, ich brauche deine Hilfe, um das Flugzeug startklar zu machen. Oleg hat recht. Wir müssen erst einmal weg, dann können wir weitersehen. Los, hol deine Sachen aus dem Jeep und komm. Spielen wir jetzt mit ihr? Achtung, Achtung! Im benachbarten Militärkrankenhaus wurde Alarm ausgelöst. Oh nee. Eine Patientin, die als hochgradig gefährlich eingestuft wird, ist geflohen. Das Militär ist verständigt und einige Soldaten sind auf dem Weg hierher. Bis dahin hat keiner den Flugplatz zu verlassen. Erhöhte Alarmbereitschaft ist angeordnet. Es wird weder Start- noch Landeerlaubnis erteilt. Mist, die suchen mich schon. Was jetzt? Wir treffen uns in ein paar Stunden hier in der Nähe. Da war die Dosis wohl doch nicht groß genug. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Leider nicht. Kalenko ist noch immer verschwunden. Ich warte auf die guten Nachrichten. Naja, zumindest haben die anderen ihn auch noch nicht gefunden. Uns läuft die Zeit davon. Die Vorbereitungen für das Projekt sind fast abgeschlossen und alle warten, dass sie endlich das fehlende Puzzlestück beschaffen. Ich gebe mir ja alle Mühe. Was soll ich machen, wenn... Konzentrieren Sie sich auf seine Vergangenheit. Irgendjemand muss über Kalenkos Forschung Bescheid wissen. Und wenn er uns sein Geheimnis nicht selbst verraten kann, dann müssen es eben andere machen. Hoffentlich sind Max und Oleg in Ordnung. Naja, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, werden schon irgendwie mit den Soldaten klarkommen. Und wie wir hier wieder wegkommen, darüber können wir uns nachher immer noch den Kopf zerbrechen. Währenddessen kann ich mich dann ja doch nach dem Lager umsehen, von dem aus mein Vater seine Expeditionen gestartet hat. Nur, wo soll ich suchen? Außer diesem Zelt habe ich in dieser Gegend kaum Anzeichen menschlicher Existenz gefunden. Hoffentlich kann man mir hier weiterhelfen. Kopfzerbrechen ist jetzt wirklich ein gutes Stichwort. Ich zerbreche mir die ganze Zeit schon den Kopf darüber. Kann das sein, dass die Stimme von diesem Oberboss, der da gerade drin war, wenn die so ein bisschen verstellt ist, dass das gleichzeitig die von Jean-Luc Picard ist und die von dem Anführer der X-Men? Weil zumindest hören die sich beide so ähnlich an. Das würde mich echt mal interessieren. Weil das hat sich nämlich jetzt echt so... Hat sich so bei mir jetzt ins Gehirn reingebrannt. Ein Rentier. Ein schönes Tier. Wie schön es wohl erst als Bettvorleger wäre. Oh nein. Das relativ weiche Fell würde sich bestimmt... Ja, guck nicht so. Sonst setze ich meine Überlegungen doch noch in die Tat um. Oh, die ist gemein. Die ist wirklich gemein. Jeep, was kann ich denn bevor ich hier nicht irgendwas rausgefunden habe, was ein bisschen Licht in das Dunkel der Entführung meines Vaters bringt, werde ich hier nicht wegfahren. Okay. Ja, wir haben jetzt im Moment nicht wirklich viel dabei. Die Streichhölzer, weiß ich gar nicht, ob wir die vorher schon hatten. Und unser Handy haben wir dabei. Ketchup können wir noch mitnehmen.
Okay, Pommes können wir nicht einzeln. Schade, mitnehmen. Dass die Zivilisation jetzt schon bis ins tiefste Russland vorgedrungen ist. Was haben wir denn hier noch? Den nehmen wir mal mit. Den Erste-Hilfe-Kasten. Sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Naja, das ist nur noch der Müll. Okay, dann gehen wir mal hier wieder raus. Nee, ich wollte... Erste Hilfe? Wohl eher Erste Hilfe für Alkoholiker. Eine Flasche Wodka. Sonst nichts. Kein Verbandszeug, keine Schmerzmittel. Naja, zumindest keine außer dem Wodka. Okay. Ein Tütchen Tomatenketchup. Mit etwas Glück könnten da sogar natürliche Zutaten drin sein. Ich habe hier keinen Empfang. Ja, was auch sonst? Kann man denn irgendwas mit dem Wodka und dem Rentier vielleicht machen? Okay, kann man nicht. Was ist das hier? Ach, geht's noch weiter? Durch ein kleines Loch im Deckel kann man sehen, dass das Fass voller Wasser ist. Das ist gut, aber das Wasser bringt uns natürlich nichts. Hier können wir rein. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reinplatze, aber ich bin auf der Suche... Medizin. Pergament. Verbrannt. Was? Welches Pergament? Und was für eine Medizin? Ich verstehe nicht ganz. Der Alte scheint in einer Art Dämmerzustand zu sein. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er mich überhaupt hören kann. Offenbar braucht er irgendeine Medizin. Ich werde mich mal umschauen. Oh, ich habe eine ganz tolle Medizin. Ich habe Wodka dabei. Möchtest der Alte braucht offensichtlich eine etwas speziellere Medizin. Okay. Wodka allein wird wohl ausnahmsweise nicht helfen. Na gut, ich dachte, weil wir hier in Russland sind. Das Wort Rost ist sehr passend. Kann man das nehmen, oder wie? Oh, ja, warum auch nicht? Packen wir uns einfach mal so ein großes Rostgitter an. Pergamentschnipsel. Die Pergamentschnipsel sind so stark durch das Feuer beschädigt, dass sie zerfallen werden, sobald ich sie berühre. Ich müsste sie irgendwie restaurieren. Wodka? Ich weiß nicht, Wodka soll doch offensichtlich angeblich gegen alles helfen. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Was haben wir denn? Holzlöffel. Okay. Ein Nussknacker. Nein. Anscheinend will der Alte nicht, dass ich diese Statue mitnehme. Ich sollte sie besser hier lassen. Eine seltsame Kreatur mit offenem Mund. Scheint eine Art Nussknacker zu sein. Aber wir haben eigentlich nichts, was geknackt werden muss, denke ich mal, ne? Eine einfache Blechtasse. Ist das deine Medizin? Aber damit, naja, Wasser kriegen wir wahrscheinlich auch nicht damit. Der Wodka ist nur für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ein ja, einfacher hölzerner Kochlöffel. Ja, ja, ja. Wie soll ich denn... eine Schere? Die uns vermutlich auch nicht weiterhelfen wird. Aber die nehmen wir trotzdem mal mit. Dann haben wir ja, glaube ich, alles. Ah, wir können mit ihm noch reden. Der alte Mann sieht wirklich gar nicht gut aus. Allein komme ich hier nicht weiter. Und wenn er nicht bald seine Medizin bekommt... Väterchen, ich brauche deine Hilfe. Medizin... In dem Zustand werde ich kaum mit ihm sprechen können. Ich befürchte, dass er bald ins Koma fallen wird. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Ja gut, die Feuerstelle können wir uns noch angucken. Die Feuerstelle ist bereits erkaltet. Ja, das ist ja auch gut. Das ist nur zum Moment, da oben ist noch was? Quaste? Die sehen alle aus, als ob sie kurz vorm Auseinanderfallen wären. Ich werde mal ganz vorsichtig... Und schon habe ich den ersten Faden in der Hand. Ich lasse die Dinger mal lieber hängen. Ach, warum? Wir haben noch eine Schere. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Faden, den wir mit nichts verbinden können. Das ist doch schon mal was Positives. Können wir die klein schnibbeln oder so? Auch nicht. Gut, beziehungsweise nicht gut. Das Wort Rost... Ja, ich weiß. Wir nehmen die Sachen jetzt mal einfach mit nach draußen.
und hoffen, dass uns irgendwie das Wasser weiterhelfen. Ah, das kann man doch benutzen. Ach, der hat ja das Ding an der Seite. Da ist ein Deckel in das Fass eingelassen. Den kriege ich nicht auf. Oder auch nicht. Da ist aber ein Stöpsel. Kann man das mit dem Stöpsel irgendwie? Wenn ich den Stöpsel da jetzt rausziehe, versickert der Inhalt aus dem Fass einfach im Boden. Deswegen will ich das ja dahin halten oder stellen oder wie auch immer. Aber nicht mit dem Fass. Kann man auch nicht, aber hier ist noch was Kleines. Tränke. Die Tränke ist leer. Offenbar kümmert sich keiner so richtig um die Tiere. Könnten wir da vielleicht den Wodka? Okay, können wir nicht. Ja, ich würde jetzt hier gerne irgendeine Vorrichtung bauen, dass das Wasser da reingeht. In die Tränke. Können wir? Ich will dem Tier nicht den ganzen Tag auf der Weide hinterherlaufen, nur um ihm eine neue Frisur zu verpassen. Aber warum nicht? Oder können wir es anbinden vielleicht? Mit dem Löffel schlagen? Keine Ahnung. Okay, ich gucke erstmal hier rechts, ob wir da vielleicht noch irgendwie weiterkommen. Da muss da noch irgendwas sein. Da ist noch eine Kiste. Eine große Kiste. Vermutlich für Vorräte. Zu groß, zu schwer, zu nutzlos. Ja, guck doch erstmal rein, dann weißt du erst, ob die nutzlos ist. Hier kann man nicht rausgehen, ist das richtig? Okay. Ja. Ich bin hier schon wieder so ein bisschen sprachlos. In dem Jeep war jetzt auch nichts mehr drin. Hier links konnte man auch nicht mehr rum. Nee. Das ist ein Spaten, okay. Frage ist, bringt der Spaten uns was? Wir können jetzt nicht mit dem Spaten irgendwas an der Tränke oder so machen. Oder hier ein Loch reinmachen oder was weiß ich was. Können wir damit ein Loch in die Kiste reinmachen vielleicht? Man weiß es ja nicht. Ah, das sieht gut aus. Die aufbrechen. Dann werde ich mal wieder meinem Lieblingshobby nachgehen und Sachen zerstören. Oder einfach kaputt machen. Das geht natürlich auch. Okay, wir haben Bretter. Ja. Keine Ahnung, ob uns das weiterhilft, aber das sieht schon mal gut aus. Können wir die jetzt irgendwie mit diesem Stöpsel... Ach, geh doch mal aus dem Weg. Mit dem Stöpsel verbinden, auch nicht. Müssen wir die vorher zusammenbinden oder so. Können wir die mit irgendwas anderem verbinden? Mit dem Ketchup zum Beispiel. Ketchup soll doch klebend sein. Auch nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Also mit der Tränke, das funktioniert nicht. Mit der Fass, genau. Mit dem Fass, das funktioniert auch nicht. Was ist denn hier mit dem... Restaurieren können wir damit auch nicht, ne? Pergamentschnipsel, schade. Feuerstelle. Da sind noch Pergamentschnipsel in der Asche. Wenn ich das Holz da jetzt reinstelle, werde ich die komplett zerstören. Dann nimm die scheiß Schnipsel doch einfach da raus. Und mit der Tasse vielleicht? Auch nicht. Mit dem Löffel einfach mal draufhauen auf den Pergamentschnipsel? Auch nicht. Das Feuer hat das Pergament zwar nicht völlig zerstört, aber die Pergamentschnipsel sind so stark durch das Feuer beschädigt, dass sie zerfallen werden, sobald ich sie berühre. Ich müsste sie irgendwie restaurieren. Also spontan würde mir da eigentlich nur einfallen, dass man da irgendwas zum Sprühen oder sowas macht, aber das wird man wahrscheinlich später dann noch benutzen, um hier ein Feuer für ihn zu machen, nehme ich mal an. Ja.
Ja, ich kann aber offensichtlich nichts von dem, was ich dabei habe, mit den Pergamentschnipseln benutzen. Ich mache jetzt schon die unsinnigsten Sachen hier. Die kann man nicht klein machen, das auch nicht. Das auch nicht. Holz vielleicht klein machen, keine Ahnung. Funktioniert alles nicht. Ja, das ist jetzt doppelt blöd, weil unsere Zeit nämlich jetzt auch gerade abläuft. Und ich irgendwie es im Gefühl habe, vielleicht fehlt uns ja noch irgendwas oder so, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, dass wir hier wirklich was brauchen, was... Wenn ich den Stöpsel da jetzt... Ja, ich weiß, was hier was weiterleitet. Deswegen hätte ich da jetzt gerne Konstruktionen gebaut. Von mir aus auch mit den Brettern. Aber die wollen ja irgendwie die Bretter nicht damit verbinden. Deswegen... Mit dem Fass kann ich es auch nicht verbinden. Mit der Schaufel geht auch nichts. Ja, ich würde wirklich sagen, dass wir da dann in der nächsten Folge mal nochmal genau nachgucken, weil wenn ich jetzt hier noch lange rumwusel, dann haben wir hier extrem überzogen und mir fällt so auf Anhieb jetzt gerade auch nichts auf, was ich da noch hätte nehmen können. Ja gut, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und uns dann in der nächsten Folge wirklich erst wiedersehen. Bis dann. Ciao.